Gilbert aus Frankreich, der bisher keine schwere Aufgabe hatte. Die Akteure, sie folgen ihm aufs Wort. Hässler kann schießen. Da ist drin. Das ist es. Icke Hässler, 0:1. Und wie konsequent die Karlsruher eine Deckungsschwäche von Brøndby ausgenutzt haben. Brutal ausgenutzt. Hier haben sie es. Da scheint der Ball schon in den Reihen der Dänen zu sein. Fehler dann von Auri, von Skabalius, dem Litauer. Und sofort sieht Kira Kopf, dass Hässler mitgeht. Aufs kurze Eck. Wenig zu machen. Und damit haben die Karlsruher auch gleichzeitig eine Serie geknackt, liebe Zuschauer zu Hause. Denn die Gastgeber Brøndby Kopenhagen, sie haben im laufenden UEFA-Pokal damit das allererste Gegentor hinnehmen müssen. Bisher waren sie sauber hinten, haben alles zu Null gewonnen, viermal in Folge. Wieder Hässler und Kerjakov im Zusammenspiel. Und Keller, sie haben jetzt Platz, den kriegt er noch. Hässler, wieder mit links, wieder drin. Ist es denn möglich? So kontert man eine Kontermannschaft aus. Doppelschlag von Thomas Hässler. Nie war er so wertvoll wie heute. Aber super vorbereitet von Marc Keller. Herrlich über die Abwehr hinweggezogen. Und den hat er gerade noch gekriegt. Ist aber auch toll gelaufen, der Nationalspieler mit der Nummer 10. Thomas Hässler, zwei Tore. Das ist ihm ja auch im Länderspiel neulich schon mal gelungen. Sie werden sich erinnern an Armenien. Hässler versucht es mit rechts, nee, mit links. Und drin ist er! Jawohl! Traumhaft herausgespielt, traumhaft gemacht. Ein Wahnsinnstor durch Sean Dundee. Aber die Vorarbeit, die müssen sie sich noch einmal auf dem Auge zergehen lassen, wenn sie jetzt gleich die Wiederholung sehen. Und wieder war es Thomas Hässler, der hier alles bereitet hat. Da haben sie ihn. Nun tritt er an. Da. Sein großer Auftritt als Wegbereiter. Ein Gegner ausgespielt. Zweiter Gegner ausgespielt mit dem richtigen Pass zur rechten Zeit. Und da braucht der Sean Dundee wirklich nur noch einen Lenken. Ja, da freut er sich. Der Mann des Abends, Thomas Hässler. Tag ausgeruht, wieder trainieren. Aber ich denke mal, da wird das eine oder andere Getränk gereicht werden. Tee oder so ähnlich. Bagger, noch die Möglichkeit. Konzentriert bleiben, KSC. Konzentriert bleiben, da ist das Tor. Und das ist unnötig. Ruben Bagger, eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Vier Treffer hat er schon in der Meisterschaft erzielt für sein Team. Und jetzt zum ersten Mal im UEFA-Pokal erfolgreich. Gegen Schuster zunächst durchgesetzt und dann lässt er auch noch den zweiten stehen. Da ist keine Chance für Reitmeier. Hängen zu spät. Und jetzt sieht das wieder ganz, ganz anders aus. Ist zwar noch ein netter Vorsprung fürs Rückspiel. Aber nun stellen Sie sich mal vor, die Dänen gewinnen da zufällig 2:0 in Karlsruhe.